Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Heute bespreche ich The Doors, When You're Strange. Eine Dokumentation über eine der schillerndsten und brillantesten Bands der Rockgeschichte und ihren weltweit vergötterten Frontmann Jim Morrison mit dem Voiceover von Johnny Depp. In den 60ern und 70ern waren die Doors als die amerikanischen Rolling Stones bekannt und haben mehr als 80 Millionen Alben verkauft. Und jedes Jahr kommt da noch eine gute Million dazu, obwohl es die Band in ihrer Originalform schon seit fast 40 Jahren nicht mehr gibt. Der Film zeigt den Aufstieg, aber natürlich auch den Zerfall der Band, das heißt insbesondere den von dem Sänger, Idol und Poeten und eben auch von dem Alkohol- und Drogensüchtigen und dem menschlichen Wrack, das Jim Morrison war. In einer Szene sehen wir sogar, wie Morrison völlig high zu Plattenaufnahmen kommt. Morrison, der übrigens nie eine Gesangsausbildung hatte und auch keine Noten lesen konnte, hat ebenso wie Jimi Hendrix und Janis Joplin im Alter von nur 27 Jahren, ein paar Monate nach den beiden, für seine Exzesse mit seinem Leben bezahlt. Der Film ist eine tolle Ergänzung zu dem hervorragenden Film von Oliver Stone, The Doors. Wenn du den nie gesehen hast oder falls du zu jung bist, um die Doors überhaupt zu kennen, würde ich dir dringend raten, den Film zuerst zu sehen. Dieser Film hier zeigt ausschließlich Originalaufnahmen, die meisten von denen nie vorher gesehen, von Proben, Konzerten, Plattenaufnahmen und von Privataufnahmen von Jim Morrison und bringt das Gefühl und die Zeit von damals total toll rüber. Und das Voice-Over hätte nicht besser besetzt werden können als mit Johnny Depp. Der Film läuft im Kino im Original mit Untertiteln und hat jede Menge Musik von den Doors dabei. Der Film ist ein absolutes Muss für jeden Doors-Fan, lass es dir von einem gesagt sein. Er startet ohne FSK in Deutschland am 1.7., in der Schweiz am 29.7. Nur für Österreich gibt es derzeit leider keine Startdaten. The Doors, When You're Strange kriegt von mir ein B, denn er ist gut. Lass uns auf jeden Fall wissen, was du über den Film denkst. Und wenn du Lust hast auf ein paar Remixes von den Doors, die klassischen Sachen von denen kennt man ja meistens, werde ich die unten in der Box verlinken. Eine von Thievery Corporation, die super toll ist. Eine von Blondie und eine von Snoop Dogg. In der Zwischenzeit wie immer viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.